Hallo und herzlich willkommen zu Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein schnelles Tzatziki vorstellen. Tzatziki muss man, glaube ich, nicht erklären. Kennt jeder, mag jeder. Natürlich mit Knoblauch, passt super zu gegrilltem oder einfach nur zu Baguette. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles, was ich brauche, habe ich wieder bereitgelegt hier für mein schnelles Tzatziki. Ich nehme griechischen Joghurt, ein bisschen Magerquark dazu, außerdem eine Salatgurke, Knoblauchzehen, hier reichlich 5 Stück, außerdem Olivenöl, Dillspitzen, Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Ja, und das war's auch schon. Dann kann ich auch schon loslegen. Ja, ich fange dann hier mit meinen Knoblauchzehen. Das ist wirklich einfach. Da drücke ich nochmal drauf, damit ich die pellen kann. Schneide so die Ecken ab, vorne, hinten und lege die beiseite. Ich bearbeite die, wenn ich mit den Knoblauchzehen durch bin, später mit der Knoblauchpresse, weil ich die möglichst fein haben möchte. Also erstmal werden die vorläufig nur gepellt und dann stelle ich die zunächst beiseite. Ja, dann habe ich hier meine Salatgurke und die Salatgurke schäle ich nicht ganz. Ihr könnt sie auch ungeschält nehmen, aber es vertragen nicht alle Leute die Schale. Also ich mache so eine Zwischenlösung. Ich schäle sie quasi halb, bis sie so ein schickes Muster haben. Dann hat man nicht die ganze Schale in dem Tzatziki später und das vertragen, glaube ich, auch die meisten ganz gut. Und das sieht dann so aus. Ja, dann lege ich hier meine Arbeitsfläche aus mit Haushaltspapier, zweilagig, ihr müsst gar kein Handtuch nehmen und benutze dann hier so eine Raffel. Und dann raffel ich auf der groben Seite meine Gurke, bis ich einmal durch bin. Ihr seht, da kommt schon viel Wasser raus. Und das soll jetzt natürlich in dem Haushaltspapier sich sammeln und gleich bleiben. Also einmal die Gurke komplett durchraffeln, das geht relativ schnell. Und wenn ich fertig bin damit, dann bestreue ich die Gurke hier mit ein bisschen Salz und mit der Hälfte des Salzes, mehr noch nicht, damit das Salz noch mehr Wasser aus der Gurke holt. Und dann packe ich die Gurke mit dem Haushaltspapier hier in eine Schüssel und lasse sie so, also 10 Minuten so ein bisschen ruhen, damit das Salz sich verbinden kann hier und die Flüssigkeit löst. Und wenn ihr es jetzt drückt, vorsichtig, damit ihr das Haushaltspapier nicht kaputt macht, dann seht ihr, da kommt richtig, richtig viel Wasser raus. Und das wollen wir natürlich nicht im Tzatziki haben. Also ordentlich pressen hier und dann kippe ich das Gurkenwasser weg und stelle erstmal die Gurke beiseite. Jetzt kommt als nächstes der griechische Joghurt. Und dann mische ich meinen griechischen Joghurt mit Magerquark. Das müsst ihr nicht. Ich finde, die Kombi ist gut. Sie gibt eine schönere Konsistenz, aber das ist eine Geschmacksfrage. Jetzt kommt mein Knoblauch dazu, mein geschälter. Den drücke ich hier durch die Presse, damit er möglichst fein ist. Und jetzt würze ich erstmal die Hälfte vom Pfeffer. Ich würze nachher nochmal nach im Zweifel. Dann kommen hier die Dillspitzen dazu. Außerdem mein Zitronensaft und dann auch ungefähr die Hälfte von dem Olivenöl. Erstmal kann ich hinterher nochmal nachlegen. Das reicht mir zunächst und mische das Ganze jetzt gut durch. Und wenn wir das gemacht haben, hier, dann sind wir auch fast fertig. Jetzt kommt nur noch die Gurke dazu. Vorsichtig aus dem Haushaltspapier pellen. Das geht wirklich gut. Also das geht nicht kaputt. Ihr seht, da müsst ihr kein Handtuch dreckig machen. Da reichen so 2 Blatt Haushaltspapier völlig. Und jetzt können wir alles gut durchmischen. Gurke mit der Mischung, dem griechischen Joghurt und dem Magerquark. Und jetzt ist der Zeitpunkt, nochmal nachzuwürzen. Jetzt habe ich nochmal probiert. Mir war es ein bisschen wenig Salz, ein bisschen wenig Pfeffer und Öl. Soll nicht zu ölig sein, aber jetzt könnt ihr nochmal nachlegen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann haben wir auch nicht mehr viel zu tun. Beides nochmal Nachgeschmack, ein bisschen nachlegen oder alles drei hier. Ja, und dann heißt es nur noch durchmischen, eventuell kalt stellen erstmal. Und dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, ich habe jetzt hier meinen fertigen Tzatziki mit ein paar Gurkenscheiben noch garniert, mit ein bisschen Paprika edelsüß bestreut und ein paar Dillspitzen. Und probiert habe ich auch schon super frisch, ordentlich nach Knoblauch, also richtig lecker. Ich denke, mein schnelles Tzatziki hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.